Jetzt erkläre ich Ihnen das Tool PDF-Seiten sortieren. Mit diesem Tool ist es möglich, die Reihenfolge innerhalb einer PDF-Datei zu ändern, indem die Seiten an die Stelle verschoben werden, wo man sie haben möchte. Den Überblick über alle 27 PDF24 Online-Tools erhalten Sie in unserem Gratiskurs. Die Zugriffs-URL, die Sie im oberen Bereich des Bildschirmes sehen, finden Sie selbstverständlich auch anklickbar in der Beschreibung. Der Ablauf ist ganz einfach. Sie klicken auf das Button oder auf den Button PDF-Seiten sortieren. Dann wählen Sie die Datei oder die Dateien aus, die Sie sortieren möchten. Und sobald Sie sie ausgewählt haben, werden Sie auf den Server von PDF24 hochgeladen und unterhalb des Auswahlfensters werden Sie aufgeschlüsselt nach den Seiten, die die PDF-Datei enthält. Es gibt dort eine Möglichkeit, die Sortierfunktion auszuwählen. Und zwar hat man dort die Möglichkeit, keine Sortierung, das heißt, es bleibt alles, wie es ist, oder von hinten nach vorne, das heißt, man platziert die Reihen in der komplett umgekehrten Reihenfolge. Keine dieser beiden Möglichkeiten wird wohl sehr häufig benutzt. Wesentlich wichtiger ist es, dass in der Mitte jeder angezeigten Seite ein Symbol mit vier Pfeilen ist. Und sobald man mit der gedrückten linken Maustaste auf dieses Symbol geht, kann man die Seite an eine andere Stelle verschieben. Wenn Sie beispielsweise die Seite 3 und die Seite 4 tauschen möchten, klicken Sie auf das blaue Symbol auf der Seite 3 und schieben es dann bei gedrückter linker Maustaste rechts neben die Seite 4. Und schon hätte man die Reihenfolge geändert, ursprünglich 1, 2, 3, 4 und jetzt nach dem Verschieben 1, 2, 4, 3. Das ist dann wichtig, wenn zum Beispiel wirklich der Text einmal verschoben ist und das, was eigentlich auf die Seite 3 gehört, auf die Seite 4 gekommen ist und man deswegen einfach verschieben will, ohne dass man die Datei komplett neu erstellen muss. Es ist möglich, komplett von Anfang bis zum Ende die Seite dort zu platzieren, wo man sie haben möchte. Und damit spart man sich natürlich eine Menge Arbeit, wenn man nur bestimmte Änderungen in der Reihenfolge vornehmen muss. Wenn alles richtig sortiert ist und die Reihenfolge so ist, wie Sie sie haben möchten, dann klicken Sie auf den Button Sortierte PDF erstellen. Es wird wieder der Arbeitsauftrag in die Reihe gestellt, in die Verarbeitungsschlange gestellt und anschließend haben Sie die Möglichkeit, das Ergebnis zu speichern durch Download, per E-Mail-Versand, auf Dropbox und Google Drive, also die üblichen Dinge, die jedes Mal dann zur Verfügung stehen, wenn PDF24 einen Auftrag bearbeitet hat. Sie möchten PDF24 komplett erlernen? Dann informieren Sie sich doch über die Möglichkeiten unserer persönlichen Schulungen. Oder, wenn Sie noch nicht sicher sind, vereinbaren Sie ein gratis Beratungsgespräch. Diese beiden URLs, unter denen Sie die Schulungen und die Terminvereinbarung finden, erkennen Sie selbstverständlich auch in der Beschreibung. Alle 27 Online-Tools im Überblick erhalten Sie auch sofort in unserem Gratiskurs, der Ihnen unter der oben angezeigten URL zur Verfügung steht. Auch diese URL finden Sie in der Beschreibung.